Hallo ihr Lieben, jedes Jahr stelle ich euch eine schöne neue Muttertagstorte vor. Dieses Jahr ist es eine Himbeer-Mascarpone-Torte, die sogar Anfängern gelingt. Glaubt ihr nicht? Na, dann lasst euch mal vom Gegenteil überzeugen. Für den Biskuitboden brauchen wir Mehl und Backpulver. Hier habe ich Kakao, Zucker, Eier, Öl und Milch. Für die Creme brauchen wir Gelatineblätter, diese hier sind vom Rind. Dann brauchen wir noch Himbeerjoghurt, Mascarpone, Puderzucker, Sahne und Himbeersirup. Und für das Gelee brauchen wir wiederum Gelatine und frische oder gefrorene bzw. aufgetaute Himbeeren und Puderzucker. Wir bereiten zunächst den Boden vor. Dafür gebt ihr die Eier und den Zucker in eine Rührschüssel und mixt das Ganze so lange, bis es schön schaumig und cremig ist. Danach fügt ihr die Milch und das Öl unter Rühren hinzu. Jetzt sind die trockenen Zutaten an der Reihe, also Mehl, Backpulver und Kakao. Diese siebe ich in fast allen meinen Rezepten, einfach um Klümpchen zu vermeiden und das Ganze ein wenig aufzulockern. Im Anschluss wird nur ganz kurz gemixt, also nur so lange, bis sich die einzelnen Zutaten miteinander vermischt haben. Jetzt wird der Boden einer Springform in Backpapier ausgelegt. Die Seiten werden bitte nicht befettet, das ist wichtig, damit der Biskuitboden schön hochklettern kann. Es funktioniert übrigens auch mit einer 26er Springform, dann wird die Torte einfach ein bisschen niedriger. Nach dem Backen lasst ihr den Boden zunächst 5 bis 10 Minuten lang auskühlen. Danach könnt ihr den Springformenrand und auch den Boden entfernen und das Backpapier abziehen. Lasst den Boden auf jeden Fall vollständig auskühlen und gebt anschließend einen Tortenrand drumherum. Und in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal die Creme vorbereiten. Dafür wird zunächst die Gelatine im kalten Wasser aufgeweicht. Falls ihr euch über die Größe meiner Blätter wundert, das ist so eine Spezialgelatine, die eigentlich für Firmen gedacht ist. Die habe ich im Internet bestellt. Das ist die einzige Rindergelatine in Blattform. Und die ist einfach etwas dünner als die klassische und dafür auch etwas länger. Darum muss ich die immer biegen und brechen, damit ich sie in die Schüssel bekomme. Während die Gelatine aufweicht, vermischt ihr in einer Schüssel das Himbeerjoghurt mit dem Puderzucker. Rührt den Himbeersirup ein und auch den Mascarpone. Diesen solltet ihr allerdings schrittweise hinzufügen, damit ihr am Ende nicht so viele große Klümpchen in der Creme habt. Im nächsten Schritt wird die Sahne steif geschlagen und zwar müsst ihr sie auch nicht zu fest schlagen, die darf ruhig ein bisschen cremig bleiben, weil wir ja Gelatine verwenden. Die gequollene Gelatine wird jetzt ausgedrückt und in einen Topf gegeben. Die Gelatine sollte jetzt verflüssigt werden und zwar bei niedriger Hitze, so Stufe 1 bis 2, denn sie darf nicht kochen, um ihre Gelierfähigkeit nicht zu verlieren. Die Gelatine ist warm, das Joghurt ist kalt. Das heißt, wir müssen einen Temperaturausgleich schaffen, damit ihr am Ende keine Gelatineklümpchen in eurer Creme habt. Dafür gebt ihr einfach 2 bis 3 Esslöffel von der Creme in die Gelatine hinein und erst dann wird diese Masse zur restlichen Joghurtmasse gegeben.
Zum Schluss fügt ihr noch die geschlagene Sahne hinzu und die Creme wäre damit auch schon fertig. Verteilt sie gleichmäßig über den Boden und stellt sie zumindest für 1 bis 2 Stunden kühl. Ist die oberste Schicht der Creme fest, könnt ihr auch mit dem Gelee beginnen. Dafür wird zunächst wiederum die Gelatine aufgeweicht. Übrigens, falls ihr eine andere Gelatinesorte verwenden wollt, findet ihr dazu die Informationen auf meiner Website im Rahmen des Rezeptes. Im nächsten Schritt werden die Himbeeren mit dem Puderzucker vermischt und püriert. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Früchte jetzt auch durch ein Sieb streichen. Ich habe mich diesmal nicht dazu entschieden, mich stören die Kerne nämlich nicht. Jetzt wird das Himbeerpüree nochmal aufgewärmt, bis es schön heiß ist. Danach rührt ihr die ausgequollene Gelatine ein. Bevor ihr das Fruchtpüree über der Creme verteilt, solltet ihr es 5 bis 10 Minuten lang auskühlen lassen, damit es nicht ganz so heiß ist. Die Torte wäre damit fertig, muss jetzt allerdings nochmal in den Kühlschrank für mindestens 1 bis 2 Stunden, damit Creme und Gelee schön fest werden. Und das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, dass diese Torte wirklich einfach in der Herstellung ist und ihr auch keine exotischen Zutaten braucht, bis auf Gelatine und Himbeerjoghurt, aber die sind jetzt auch nicht so exotisch. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen bei der Zubereitung und hoffe, dass sie euch genauso gut gelingt und wünsche euch und euren Mamis einen wunderschönen Muttertag.